Hallöchen, meine Freunde, und herzlich willkommen zu Lego, der Herr der Ringe. Wir haben erfolgreich, wir sind erfolgreich den Orks entkommen, die... Da kommt gerade einer. Und tschüss. Ja, wir sind erfolgreich diesen Orks entkommen, die da in diesem Turm da leben und ihn bewachen. Und ich komme jetzt nicht... Ah, hier hätte man die Kochmütze finden können. Ah, ich verstehe. Also für die Leute, die es nicht wissen, es gibt einen Urukai, der ein Restaurant eröffnen will, der da seine Kochmütze vergessen hat und deswegen kein Restaurant eröffnen kann. Aber wäre wahrscheinlich eh nur ein McDonald's geworden. Das wollen wir nicht noch mehr. Haben wir den Wegpunkt eigentlich schon gesetzt? Wenn nicht, machen wir es einfach nochmal. Sehr schön. So, dann geht's mal weiter. Mit der Zerstörung. Ach, und ich sehe schon, ich sehe schon. Wir sind jetzt hier am Schicksalsberg und können aber nicht rein. Welch Frechheit, denn Saurons Auge blickt genau auf uns. Naja, nicht so genau, aber durch diesen roten Schleier sieht man, dass wir nicht rein können, denn sonst passiert genau das hier. Deswegen müssen wir auf Aragorn und den Rest der Gefährten wechseln und können jetzt... wo müssen wir hin? Ach ja, Isengard. Ne, wir müssen nicht nach Isengard. Wir können speichern. Oh, speichern ist gut. Speichern ist immer gut. Und hier ist ein Wegpunkt. Dann ist eben ein Wegpunkt. Wegpunkte sind auch nicht schlecht. Ich habe momentan ein paar Probleme mit meiner Grafikkarte. Die beschleunigt zu viel, lustigerweise, ja. Was ein Bildflackern und Tonprobleme meinerseits bewirkt. Euch, also ihr merkt davon nichts, hoffe ich zumindest. Und eine andere Neuerung heute. Ich nehme wieder mit DxTory auf, weil MC Afterburner hat heute nicht gewollt. Ich weiß nicht warum, aber nun gut. Das kann für euch bedeuten, dass meine Folgenabschätzung, wie lange ich jetzt schon aufnehme, darunter leitet. Und ihr zu lange oder zu kurz Folgen haben solltet. Ich werde versuchen, das zu minimieren, aber es könnte passieren. Pippin. Ich will es mir nur mal ansehen. Ich sehe dich. Pippin! Hilfe! Gandalf! Närrischer Tuck! Gandalf! Was hast du gesehen? Ein weißer Baum in einem Hof aus Stein. Er war tot. Sauron plant einen Angriff auf die Stadt Minas Tirith. Sie müssen gewarnt werden. Das werden sie. Ich reite nach Minas Tirith und ich werde nicht allein gehen. Rohans Volk muss kriegsbereit sein. Und Rohan wird antworten. Die Heerschau soll beginnen! Versammelt das Heer in Dunhar. So viele Männer, wie sich finden lassen. Reiten wir nach Gondor. Und in den Krieg. Lauf, Schattenfell. Zeig uns, was Eile heißt. Merry! Ja, jetzt bin ich schon wieder hier. Ja. Für Leute, die nicht wissen, warum ich gesagt habe,
Früher gab es sogenannte Nachttöpfe. Da ist man nicht einfach aus dem Bett gestiegen, um zu pinkeln, sondern hat einfach in diesen Nachttopf gepinkelt. Deswegen, naja, eklig. Aber gut, wir gehen jetzt zu Aragorn und schauen, was uns hier mal so erwartet. Die Wegpunkte führen da lang und hier ist ein Evil Chicken. Bleib da, Evil Chicken! Seht ihr, das Evil Chicken ist. Und... Oh. Ich dachte, es wäre unsterblich, aber Wasser hat es dann doch besiegt. Ich hab das Evil Chicken besiegt. Die Welt ist befreit. Sauron ist nur noch eine Kleinigkeit, wenn ich schon das Evil Chicken besiegen kann. Ich muss mal etwas leiser machen bei mir, so. Denn die Musik ist zwar laut, also angenehm laut, aber wenn ich hier drauf schlage, das ist noch ein bisschen zu laut für mich. Und das Spiel kann leider nicht separat die Lautstärke regeln, was ich sehr schade finde. Wie führst du... Wie? Ah, da habe ich ja letztes Mal schon gesehen, dass es da hoch geht. Hab mich aber nicht ablenken lassen. Oh ja. Mir fällt ein. Ich weiß, wo das dahin führt. Interessant. So, ui. Ja, Aragorn, gib doch an mit deinen Slides. Ein bisschen buggy, ne? Ich bin nicht für was Wandern geboren. Ja, da kommt man ja ins Schwitzen. Sechstausend Speere. Weniger als halb so viel, wie ich erhofft hatte. 6000 werden nicht genug sein, um die Linien Mordors zu durchbrechen. Ich ziehe mich zurück. Mein Herr Elrond. Du hast eine Übermacht gegen dich, Aragorn. Du brauchst mehr Männer. Es gibt keine. Es gibt jene, die das Gebirge bewohnen. Sie folgen niemandem. Sie werden folgen, doch nur dem König von Gondor. Andoriel, die Flamme des Westens, geschmiedet aus den Bruchstücken von Nazir. Wer ein solch mächtiges Schwert zu führen vermag, vermag es auch, eine Streitmacht aufzustellen, die tödlicher ist als jede andere. Lasse den Waldläufer hinter dir. Folge nun dem Weg deiner Bestimmung. Was für ein Heer sollte sich an solch einem Ort aufhalten? Eines, das verflucht ist. Vor langer Zeit schworen die Menschen des Gebirges, dem letzten König von Gondor einen Eid, ihm beizustehen im Falle des Kampfes. Doch als die Zeit kam und Gondor in höchster Not war, flohen sie und verbargen sich an dunklen Orten im Gebirge. Und so verfluchte Isildur sie, niemals Ruhe zu finden, bis ihr Eid erfüllt sei. Der Weg ist versperrt. Er wurde angelegt von jenen, die tot sind. Können wir auch endlich diese rot-schwarzen Steine zerstören? Auch sehr interessant. Was siehst du? Ich sehe Gestalten von Männern und Pferden. Wo? Bleiche Banner wie Wolkenfetzen und Speere, die aufragen wie Winterdickichte in einer nebligen Nacht. Ach ja, Elben sind einfach Poeten. Hier ist auf jeden Fall eine richtig düstere Stimme. Da hat sich was bewegt. Nein. Kann nicht pflanzen. Oder? Moment. Falscher Knopf.
Nee, ich habe keine Schatzkiste. Habe ich mit irgendeinem anderen eine Schatzkiste? Nee. Also ich kann wirklich nicht die Schaufel ausrüsten. Hm. Wie lange nehme ich denn eigentlich schon auf? Sag's mir doch mal. Ich würde sagen, ich nehme gerade... Oh. Okay. Hier müssen wir wohl drüber springen. Die Toten folgen uns. Sie wurden gerufen. Die Toten? Wem denn? Gerufen? Das wusste ich doch. Ja, Gimli, das wusstest du. Also ich nehme jetzt gerade, glaube ich, 15 Minuten auf, wenn ich mich nicht täusche. Also ich nehme noch ein bisschen auf. Was? Auf jeden Fall interessant, wie mächtig das Schwert ist. Ist ja das Schwert, das Sauron den Finger abgeschnitten hat, an dem der eine Ring festhing. Aber ich denke, das wisst ihr ja schon, was im Buch etwas anders beschrieben wurde. Ach, die Musik. Ich bin etwas ruhiger, um die Stimmung nicht ganz zu zerstören hier. Oh, nice. Aber das kann der hier besser. Ach, jetzt kann Gimli da durch. Machen wir gleich mal. Oh, hi Legolas. Und alle hopp. Achso. Hier rüber. Bastel was. Ah, jetzt kann Gimli auch hoch. So, mal schauen, was uns da oben erwartet. Wieder Tod und Zerstörung. Naja, Tod noch nicht zum Glück. Ah, Mist. So, gehen wir eben so rüber. Auf jeden Fall sehr suspekt die Gegend hier. Also ich kenne ja den Film, aber hier ist es nochmal richtig schön heftiger gestaltet. Ich finde sowieso, die Szenen, die im Spiel, im Film etwas zu kurz geraten sind, werden hier nochmal intensiver erlebt. Da man es hier eben länger spielt, als man sie im Film gesehen hat. Auf jeden Fall sehr schön, das Schwert. Das hätte ich auch gern für mich daheim für die Wand. Ne? So. Bin auch echt mal auf den Geisterkönig gespannt. Also nicht den Ringgeisterkönig, sondern hier den Geisterkönig. Gehen wir hier mal so entlang. Ah, hat... Irgendwer hat doch ein Seil gehabt. Geil. Das ist echt cool. So. Aber genug gespielt. So, hier kann ich wieder schießen. Zack. Treffer und zack, Treffer. So, dann können wir hier auch wieder basteln.
Ah, da können wir jetzt dann drüber. Sehr gut. Nicht nach unten sehen. Wieso, was ist denn da? Oh. Die hatten wohl keine Lego-Steine zum Basteln. Kommen die eigentlich? Ich kann gerade meine Kamera nicht drehen. Ah. So ist schon besser. Der arme Aragorn kann doch nicht Gimli die ganze Zeit tragen. Gimli ist zwar klein, aber nicht gerade dünn. Ui. Ich weiß nie, wo der Nebel zu tief ist oder zu oder ob es genau, wo es genau richtig ist. Was ist hier? Was kann ich hier machen? Achso, hier ist wieder Pflanzen. Time. So, erstmal alles dezimieren. Hier oben ist ein Schatz, den ich mir auch gleich mal stibitze. Also wenn man schon Gräber schändet, dann auch mit Schatz, bitte. So, was haben wir hier? Hier haben wir wieder was für Gimli. Können wir... Ah, hier können wir... Mit Legolas... ich will die Steine, ich will die Steine. Hier können wir mit Legolas hochklettern. Und alle, hoppa! Und... Ah, okay. Sehr schön. So, und der kann hier wieder den Weg freiräumen. Das ist auf jeden Fall sehr schön, wenn man jetzt auch mal immer mehr Stellen weiter vorwärts kommt. Und das meine ich, also selbst wenn die Story vorbei ist, das Spiel ist noch lange nicht vorbei. Also man kann es mehrmals durchspielen, weil man jetzt eben dieses Schwert sich freischaltet. Und kann dann eben es nochmal durchspielen mit ihm zum Beispiel und kann dann diese schwarz-roten Steine aus dem Weg räumen. Das werde ich allerdings nicht machen, also ich werde wirklich nur die Story zocken. Weil das einfach zu viel wäre für ein Let's Play. Kann ich die auch zerstören? Nee, die kann ich noch nicht zerstören. So, ach. Okay, an dem kann man sich verletzen. Da kommt man dann hoch. Aber erstmal noch ein bisschen umsehen. Ich würde auch mal sagen, ich beende die Folge. Ist bestimmt schon viel zu lange. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Sieht sich dann beim nächsten Mal. Tschüss.